Ja, in dem nächsten Kapitel wollen wir jetzt über die reellen Zahlen reden. Das ist die wichtigste Klasse von Zahlen, die wir haben. Und insbesondere wollen wir verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Q und R, also zwischen den rationalen und den reellen Zahlen. Und insbesondere werden wir jetzt R charakterisieren als das schönste Zahlenobjekt, das wir haben, nämlich R als vollständig angeordneter Körper. Gut, und da stecken jetzt drei Begriffe hier quasi drin, nämlich Körper, angeordnet und vollständig. Ja, und Körper und angeordnet sind Sachen, die wir eigentlich schon verstehen und die wir auch bei Q gesehen haben. Und was aber jetzt noch dazu kommt, was der Unterschied zwischen Q und R ist, das ist halt die Vollständigkeit. Nicht? Also R hat irgendwas, was Q nicht hat. Aber überlegen wir uns erstmal, wo wir eigentlich stehen. Nicht? Also wir sind ja erst mal von den natürlichen Zahlen ausgegangen. Da haben wir dann noch die Null dazu genommen. Dann, um die Addition vollständig zu beschreiben oder damit arbeiten zu können, sind wir dann zu den ganzen Zahlen übergegangen, indem wir halt negative Zahlen dazu genommen haben. Und dann, um mit der Multiplikation wirklich arbeiten zu können, müssen wir auch teilen können. Und dann gehen wir halt zu Q über. Dann haben wir Brüche. Ja? Und dann haben wir in Q haben wir die vollständige ja, Addition und Multiplikation. Können wir also in voller Allgemeinheit mit denen rechnen. Wir können also subtrahieren und auch dividieren mit Brüchen. Das heißt, Q ist also ein Körper, verhält sich also sehr schön bezüglich der Addition und der Multiplikation. Insbesondere enthält es auch jeweils die inversen Elemente dazu. Und dann haben wir zusätzlich auch noch eine Anordnung. Das heißt, wir können also zwei Brüche miteinander vergleichen. Einer ist halt kleiner als der andere. Und es gibt uns natürlich auch diese Vorstellung vom Zahlenstrahl. Nicht? Also Q hat nicht nur die Körperstruktur, sondern also Q ist ein Körper und Q hat auch eine Anordnung. Zwei Zahlen sind entweder gleich oder eine ist halt kleiner als die andere. Nicht? Wir können also zwei Zahlen miteinander vergleichen und das entspricht halt dieser Vorstellung vom Zahlenstrahl. Also ich male es halt vielleicht einfach mal hin. Also wir stellen uns die Zahlen als einen Zahlenstrahl vor, also unendlich lang, nicht? Also der kommt aus minus unendlich, geht bis plus unendlich. Und dann haben wir halt irgendwo die 0, die 1, die 2, die 3, die natürlichen Zahlen. Dann haben wir halt noch die negativen Zahlen dazu genommen. Und dann haben wir halt noch Brüche, ja, dazu genommen. Also zum Beispiel die 1/2, die sitzt dann irgendwo hier. Was haben wir noch? Zum Beispiel 7/4, sagen wir, sitzt hier. Oder auch negative Brüche, minus 3/2. Und die können wir alle miteinander vergleichen, nicht? Also 1/2 ist halt kleiner als 7/4 oder minus 3/2 ist kleiner als 1/2. Ja, von daher sieht es alles ja sehr schön und gut aus. Und man fragt sich, ja, warum brauche ich eigentlich noch mehr Zahlen? Aber wir haben ja schon gesehen, es gibt wirklich Zahlen, die wir schon haben wollen, die wir auch brauchen, um sinnvoll zu rechnen oder die auch in der Geometrie oder sonst wo ganz kanonisch auftauchen. Und die sind halt in Q halt nicht da. Nicht? Unser Paradebeispiel, das wir ja wirklich bewiesen haben, dass da eine Zahl fehlt, ist halt die Wurzel aus 2. Nicht? Also Wurzel aus 2 ist eine Zahl, die hätten wir schon ganz gern, weil die hat ja auch eine geometrische Bedeutung zum Beispiel. Nicht? Das ist ja die Diagonale im Einheitsquadrat. Nicht? Also die Länge davon ist Wurzel 2. Nicht? Also das ist wirklich eine Länge, die wir haben sollten. Aber schon die Griechen haben halt gesehen, dass man Wurzel 2 nicht als Bruch schreiben kann. Nicht? Also nicht als Verhältnis von irgendwelchen ganzzahligen Strecken. Ja? Damit fallen wir aus den Brüchen raus und wir brauchen halt wirklich neue Zahlen. Nicht? Und das sind halt, wenn wir all diese Zahlen, die wir eigentlich noch brauchen und haben wollen, wenn wir die dazu nehmen, dann haben wir halt die reellen Zahlen. Nicht? Okay, also es fehlen Zahlen. In Q, nicht? Also zum Beispiel Wurzel 2 oder auch Pi und E sind ja auch sehr wichtige Zahlen. Das sind alles keine rationale Zahlen. Die brauchen wir. Also in dem Sinne hat Q Löcher, ja? Und die füllen wir auf, wenn wir zu R übergehen. Nicht? Und das Auffüllen von den Löchern oder wenn keine Löcher mehr da sind, dann sagen wir halt, jetzt haben wir die reellen Zahlen und die sind vollständig. Ja? Die haben alles, was sie haben sollten. Nicht? Also Q hat Löcher, die in R
aufgefüllt werden. Okay, und wir sagen dann, R ist vollständig. Q ist nicht vollständig, wegen der Löcher. Und R hat halt keine Löcher. Gut, aber wie können wir das charakterisieren? Also was nehmen wir dazu? Wir können natürlich sagen, okay, wir brauchen die Wurzel 2, nehmen wir die halt dazu. Dann nehmen wir natürlich auch alles dazu, was wir aus Wurzel 2 durch Addition und Multiplikation kriegen können. Ja, okay, aber dann Wurzel 3 ist immer noch nicht da. Die brauchen wir vielleicht auch. Ne? Okay, und dann brauchen wir noch E und Pi. Und wir können nicht irgendwie so nach und nach alle Zahlen, die uns mal über den Weg laufen, dazu tun, weil dann müssten wir immer wieder überprüfen, ob das alles noch konsistent ist, was wir machen. Also was wir brauchen, ist irgendwie so ein allgemeines Prinzip, das uns quasi irgendwie sagt, alle Zahlen, die wir haben wollen, wie können wir die dazu nehmen? Also irgendwie brauchen wir ein allgemeines Prinzip, das uns das sagt. Also diese Charakterisierung, die darf nicht sein, wir wollen jetzt diese und diese und diese Zahl, sondern wir müssen allgemein sagen, was nehmen wir denn alles dazu? Und dann können wir halt gucken, ob das konsistent ist. Okay, ja. Also insbesondere, wie können wir zum Beispiel die Zunahme von Wurzel 2 charakterisieren? Also jetzt spezifisch zu sagen, ja gut, Wurzel 2 wollen wir dazu nehmen, das ist zu speziell. Wir brauchen mehr ein allgemeines Prinzip, das uns dann insbesondere auch erlaubt, die Wurzel 2 dazu zu nehmen. Ja, okay, also vielleicht male ich den Zahlenstrahl nochmal hin. Also sagen wir mal, hier ist mein Q und hier ist mein R. Und in Q, da habe ich zum Beispiel die Wurzel 2, die fehlt halt. In R, da habe ich halt die Wurzel 2, die will ich halt da haben. Aber in Q ist da ein Loch drin, die ist da nicht drin. So, und Q hat natürlich sehr viele Löcher. Also ich meine, ich kann das gar nicht hinmalen, das Q, weil das ja überall Löcher hat. Aber gut, also gucken wir uns nur mal die Wurzel 2 als Loch an. Die ist in Q nicht drin und die will ich jetzt in R dazu nehmen. Aber wie kann ich das jetzt charakterisieren in einer allgemeinen Art und Weise, ohne wirklich zu sagen, ich will jetzt genau diese Wurzel 2 dazu nehmen? Und Wurzel 2 ist halt eine sehr spezifische Beschreibung. Ja, gut. Aber was ich mache, wie ich das besser beschreiben kann, ist, dass ich sage, ich gucke mir jetzt nicht genau diese Zahl hier an, die ich ja noch gar nicht habe, sondern ich gucke mir irgendwie Zahlen an, die alle kleiner gleich sind und wo diese Wurzel 2 irgendwie die größte obere Schranke davon sein sollte. Das heißt, was ich mir angucke, ist zum Beispiel jetzt die Menge, die kann ich mir auch in Q angucken, von Zahlen, für die halt gilt x² kleiner als 2. Ja, das sind dann quasi Zahlen, die zwischen Minuswurzel 2 und Pluswurzel 2 liegen, aber nur die Zahlen in Q. Ja, also die Zahlen kann ich mir zum Beispiel angucken und da sind ja sehr viele rationale Zahlen drin. Also das ist zumindest eine Menge, die ich in Q habe und dann kann ich sagen, ja, Wurzel 2 sollte jetzt eigentlich das größte Element von dieser Menge sein oder das Element, das hier genau an der Grenze sitzt. Okay, allgemeiner kann ich das sagen, ich kann mir Zahlen angucken, die hier größer sind und dann gehe ich halt runter, 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 runter und versuche so nah wie möglich an die Menge ranzukommen und da sollte halt ein Element sitzen und das ist dann Wurzel 2. Okay, also im Prinzip kann ich dann in R das Gleiche machen, kann mir auch diese Elemente angucken und dann kann gucken, was ist die kleinste obere Schranke von dieser Menge und wenn ich dann quasi diese Menge hier treffe, dann soll da ein Element sitzen und das nennen wir dann Wurzel 2 und das soll in R drin sein. Okay, also unsere Beschreibung von Wurzel 2 ist also folgendermaßen, Wurzel 2 ist die größte umgekehrt, ist die kleinste. Die ist die kleinste obere Schranke von dieser Menge. Obere Schranke, das sind Elemente, die größer sind und davon suchen wir das kleinste. Ja, okay, ist also die kleinste obere Schranke der Menge, sagen wir x in entweder in Q oder in R, je nachdem, wo wir gerade sind, so dass halt gilt, x² ist kleiner als 2. Ja, okay, gut, ja. Und in Q gibt es halt nicht so eine kleinste obere Schranke. Ja, da gibt es halt viele Elemente, die sind halt obere Schranken, die sind größer als alle Zahlen, für die gilt, x² ist kleiner als 2. Aber die Zahl, die kleinste davon gibt es nicht. Ja, und das ist genau das Problem, dass uns da eine Zahl fehlt. Und in R nehmen wir halt an, diese Zahl ist da. Da gibt es also diese kleinste obere Schranke. Und ja, wir nehmen jetzt an, nicht nur für diese spezifische Menge hier haben wir die kleinste obere Schranke, sondern wir haben das für alle Mengen. Das heißt, wir können also allgemein quasi irgendwelche Eigenschaften uns verschaffen. Und wenn wir wissen, dass
ja, es ist eine Menge. Und dann gucken wir halt nach der kleinsten oberen Schranke. Und es gibt uns die Möglichkeit, sehr viele Zahlen zu definieren, die wir alle in R haben sollten. Ja, gut, also in Q gibt es das nicht, aber für R fordern wir halt. Das ist jetzt sozusagen unsere axiomatische Forderung, dass all diese Zahlen da sein sollten. Und zwar nicht nur für diese Mengen, sondern für beliebige Mengen. Und was brauchen wir für die Mengen? Wir brauchen natürlich irgendeine Menge, die muss nicht leer sein. Und dann soll die Menge halt mindestens eine obere Schranke haben. Okay, wenn sie eine obere Schranke hat, hat sie natürlich unendlich viele, weil alle Elemente, die größer sind, sind ja auch obere Schranken. Aber wir wollen natürlich gucken, wie weit können wir nach unten gehen. Ne? Okay, und dann sollten wir eigentlich eine kleinste obere Schranke finden. Und in R nehmen wir an, dass die immer da ist. Also das ist wirklich eine reelle Zahl. Nicht? Also ich habe sozusagen, ich habe hier irgendeine Menge A, Teilmenge von R, ja, durch irgendwas charakterisiert. Die ist nach oben beschränkt. Das heißt, ich finde hier obere Schranken. Und dann gehe ich halt hier runter mit meinen oberen Schranken, bis ich auf die Menge hier stoße. Ja, okay, und dann habe ich hier ein Element sitzen, das die kleinste obere Schranke ist. Ja, und diese Tatsache, die bezeichnen wir als vollständig. Ja, also von R fordern wir, dass R vollständig ist, dass also all diese Zahlen da sind. Also, und das ist der wesentliche Unterschied zu den rationalen Zahlen. Also R ist vollständig, das heißt also, jede nicht leere, nach oben beschränkte Teilmenge von R, also ja, gut, sagen wir, Teilmenge soll A heißen, also A ist eine Teilmenge von R, von der fordern wir, dass die ein Supremum besitzt. Ja? Und ein Supremum ist die kleinste obere Schranke. Ja? Das bezeichnen wir als Supremum, sowas besitzt ein Supremum. Und das bezeichne ich dann normalerweise mit Sub A. Und das heißt, also Supremum ist nach Definition eine kleinste obere Schranke. Nicht? Also ein Supremum ist eine obere Schranke und es ist unter allen oberen Schranken ist es das kleinste. Nicht? Also wenn ich, also es ist kleiner als kleiner gleich jede andere obere Schranke. Ja? Gut, okay, und sowas ist für jede Menge gefordert. Ja, gut. Und natürlich kann ich das natürlich auch nach unten machen. Ne? Das heißt, ich kann da also nach unten beschränkte Menge nehmen. Dann habe ich untere Schranken und da gucke ich dann nach der größten unteren Schranke. Ja? Und sowas nennen wir dann das Infimum von der Menge. Ja, aber wenn ich die Existenz von allen Suprema fordere, dann kriege ich auch die Existenz von allen Infima, weil ich kann ja alles mit Minus multiplizieren und dann drehen sich Ungleichungen ja um. Ne? Also ich brauche nur in eine Richtung zu fordern und das andere folgt dann. Also im Prinzip die Vollständigkeit sagt, ich habe von jeder nach oben beschränkten, nicht leeren Menge habe ich ein Supremum und von jeder nach unten nicht leeren, also jeder nicht leeren nach unten beschränkten Menge habe ich ein Infimum. Und das ist die Vollständigkeit von R. Und vielleicht, also muss noch mal sagen, also wesentlich bei diesen Mengen ist natürlich erstens mal, dass sie nicht leer sind, weil wenn ich eine leere Menge habe, dann ist ja im Prinzip, ist ja jedes Element eine obere Schranke davon, weil es ist ja dann gar keine Bedingung mehr, aber es gibt natürlich dann kein kleinstes davon. Nicht? Also in der Definition von Infimum ist schon wichtig, dass ich eine nicht leere Menge habe, also hier, und dass die Menge nach oben beschränkt ist. Nicht? Weil wenn sie nicht nach oben beschränkt ist, dann habe ich ja gar keine obere Schranke und dann kann ich auch nicht hoffen, eine kleinste davon zu finden. Nicht? Also vielleicht schreibe ich das nochmal hin. Ich kann mir also hier Zahlen definieren, indem ich mir Mengen hernehme, nicht? Und dann nehme ich halt das Supremum davon. Aber ich kann nicht beliebige Mengen hernehmen, sondern erstmal muss die Menge nicht leer sein, ja? Und zweitens muss sie wirklich nach oben beschränkt sein. Nicht? Also A muss mindestens eine
obere Schranke besitzen, damit es überhaupt eine kleinste gibt und A darf nicht leer sein. Weil sonst gibt es halt das Supremum nicht. Und vielleicht machen wir das jetzt mal wirklich für Wurzel 2, ja, wie wir die wirklich da kriegen. Nicht? Also dann nehmen wir uns als die Menge A, das was ich da schon hingeschrieben habe. Also A sei die Menge der reellen Zahlen, für die halt gilt, x² ist kleiner als 2. Ja. Ja, okay, das ist jetzt eine Menge von reellen Zahlen. Und wir wollen halt sehen, dass die ein Supremum hat. Und das Supremum ist dann natürlich genau die Wurzel aus 2. Nicht? Und dazu müssen wir uns überlegen, dass wir hier sinnvollerweise eine Menge definiert haben, die genau die Bedingung erfüllt, die ich für ein Supremum brauche. Nämlich, die soll nicht leer sein und die muss nach oben beschränkt sein. Nicht? Also ich muss erstmal gucken, ob A nicht die leere Menge sein könnte. Ich meine, ich kann ja formale Definitionen machen, aber vielleicht habe ich dann eine Menge definiert mit einer Eigenschaft, die durch gar kein Element erfüllt wird. Das heißt, ich muss gucken, gibt es überhaupt so Zahlen, für die das gilt, aber es gibt natürlich Zahlen, für die x² kleiner als 2 ist, zum Beispiel 1. Ich brauche nur ein Element zu finden. Ja, das heißt, zum Beispiel ist halt 1 in meiner Menge drin, weil ja 1 Quadrat ist ja 1, ist natürlich kleiner als 2. Also das ist kein Problem. Gut, und dann muss ich natürlich gucken, dass A nach oben beschränkt ist, dass also aus der Tatsache, wenn irgendwas in A ist, also wenn x² kleiner als 2 ist, dass das heißt, dass x kann nicht größer werden als irgendeine obere Schranke. Ich muss nur eine obere Schranke finden. Also A ist nach oben beschränkt. Ja. Und ich behaupte zum Beispiel, 3 ist eine obere Schranke. Ja. 3. Da zum Beispiel 3 eine obere Schranke ist. Ja, warum gilt das? Ja, ich meine, ich behaupte hier irgendwas über meine Menge A. Es ist vielleicht offensichtlich, aber wir müssen natürlich gucken, ob wir das auch wirklich formal beweisen können. Also was ich hier behaupte, wenn ein Element in meiner Menge A drin ist, wenn ich also weiß, dass mein Element die Bedingung x² kleiner als 1 erfüllt, dann behaupte ich, dass das x dann kleiner gleich 3 ist. Ja? Weil dann ist 3 eine obere Schranke für alle x, die diese Bedingung erfüllen, also für diese Menge A. Ja, und um das zu sehen, da ist es jetzt wieder gut, dass wir bei unseren Beweisprinzipien diese Kontraposition haben, wo wir auch in die umgekehrte Richtung laufen können. Weil hier weiß ich was über das Quadrat und dann will ich was über das Element wissen. Und das ist immer etwas kompliziert, weil da muss man im Prinzip die Wurzel ziehen und über die Wurzel wissen wir ja eigentlich noch nicht viel. Ne? Okay, viel einfacher ist es umgekehrt, was zu beweisen. Wenn ich was über das Element weiß, dann kann ich auch etwas über das Quadrat aussagen. Ja? Gut, aber wir wissen ja, eine Implikation in die eine Richtung entspricht der Implikation in die andere Richtung, wenn ich halt zu der Negation von den Aussagen übergehe. Also diese Aussage hier, die ist äquivalent nach Kontraposition zu der Aussage, dass wenn das hier nicht gilt, dann gilt auch das nicht. Und natürlich, hier sollte natürlich nicht die 1 stehen, sondern die 2. Ja. Also meine Menge ist ja definiert dadurch, dass x² kleiner als 2 ist. Okay, also was ich jetzt behaupte, die Kontraposition ist, wenn das hier nicht gilt und x kleiner gleich 3, die Negation davon ist halt, dass x größer als 3 ist. Ja. Also x größer als 3, daraus muss ich dann folgen, also die Implikation geht jetzt in die Richtung, dass die Negation davon gilt. Und die Negation von x² kleiner als 2 ist natürlich, dass x² größer gleich 2 ist. X² größer gleich 2. Ja, okay, und jetzt haben wir eine schöne Implikationsrichtung. Wenn nämlich x hinreichend groß ist, dann ist auch x² hinreichend groß. Ne? Und das ist natürlich irgendwas, was wir wissen. Also das hier ist offensichtlich, nicht? Wenn also x größer als 3 ist. Nicht? Also das hier müssen wir zeigen, um das hier zu sehen, weil diese Richtung ist ja äquivalent zu dieser Richtung. Und das hier, nicht? Das ist klar, weil wenn x größer als 3 ist, dann ist auch x²
größer als 3 mal 3. Nicht? Wenn x größer als 3 ist, dann ist x mal x größer als 3 mal 3. Und das ist ja 9. Und 9 ist natürlich größer als 2. Ja, okay, also ich habe hier natürlich eine obere Schranke angegeben, die ist eigentlich viel zu groß. Ich hätte auch kleinere nehmen können, aber brauche ich ja gar nicht. Ich muss ja nur eine finden. Ich nehme halt das, was mir am besten passt. Ja, okay, und das heißt, ich habe also hier eine Menge A, die erstens nicht leer ist und zweitens, die nach oben beschränkt ist. Und damit gibt es nach dem Vollständigkeitsaxiom für R, gibt es dann wirklich das Supremum davon. Und das ist dann die Zahl, die erfüllt dann halt x² gleich 2. Das muss man sich dann überlegen, ja, dass diese Zahl genau das erfüllt. Aber das ist gut, das kann man sich auch recht einfach überlegen. Und damit kriegen wir also eine Zahl und die nennen wir dann natürlich Wurzel 2. Ja. Ja, schreibt vielleicht gerade noch hier hin. Nicht? Also somit existiert das Supremum von dieser Menge A, nenne ich die Zahl mal x, das Sub von A, das existiert als Zahl in R und diese Zahl erfüllt dann in der Tat, dass x² gleich 2 ist. Ja, das muss man sich dann überlegen, dass das Supremum von dieser Menge, dass das genau dann x² gleich 2 erfüllt. Ja, das ist vielleicht nicht, also wenn man es noch nicht gesehen hat, ist es vielleicht nicht offensichtlich. Kann man sich ja vielleicht auch mal überlegen, wie man das macht. Und das ist dann natürlich diese Zahl, die nenne ich dann natürlich Wurzel 2. Und wir nennen sie Wurzel 2. Ja, und damit haben wir gezeigt, dass in R Wurzel 2 als Zahl dazugehört. Und in dem gleichen Sinne kann man sich dann natürlich jetzt auch Wurzel 3 oder alle Zahlen, die wir eigentlich haben wollen, können wir uns eigentlich durch diese Prozedur allgemein definieren.